Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Und zwar entsteht das relativ spontan aus meinem eigenen Leben gegriffen. Ich habe das Video genannt Glücksfalle Handy. Ich habe da schon öfter mal drüber gesprochen, ist auch Teil meines Online-Kurses Stark statt gestresst als Mama und Frau, weil ich hatte ein Gespräch mit einer Freundin, die gerade eine schwierige Situation mit ihrer Tochter hat. Und sie sagte, Mensch, dabei lenke ich mich schon so viel ab. Vielleicht muss ich mich einfach nur noch mehr ablenken, und griff schon, während sie das sagte, zu ihrem Telefon. Also diese Ablenkung Telefon, die uns ablenken soll von den schlechten Gefühlen, den schlechten Gedanken, den Sorgen, das, was im Außen kacke läuft, damit wir ja nicht hingucken müssen, damit wir irgendwo positive Emotionen herziehen können, die aber total fake sind. Und ich würde mir wünschen, dass ihr euch während dieses Videos so ein bisschen reflektiert. Ich habe auch immer mal wieder so Phasen, wo ich merke, okay, ich bin mehr am Handy. Ich habe eine App, die das trackt, die auch genau trackt, wie viel ich zum Beispiel bei Instagram bin. Aber es ist ja ein Unterschied, ob ich da beruflich agiere oder ob ich mir auch irgendwelche Reels angucke. Weil auch ich habe das natürlich, dass Reels mir, je nachdem, was man sich anguckt, ein positives Gefühl geben. Das ist manchmal nicht schlecht. Aber man kann ja da auch gerne mal eine halbe Stunde plötzlich durchgescrollt haben. Und ich kann mir diese positiven Gefühle aber auch im Hier und Jetzt in meinem wirklichen Leben auf eine andere Art und Weise holen. Und wenn ich das dann immer mal wieder für mich reflektiere, dass in letzter Zeit vielleicht ein bisschen vieles, reguliere ich das wieder. Aber woher kommt das? Es ist natürlich zum einen diese Ablenkung, diese schnellen Glücksgefühle von entweder ich gucke mir positiven Inhalt an oder aber ich habe selber was gepostet und gucke jetzt auf Herzen, auf Kommentare, oder ich habe Kommentare oder Nachrichten geschrieben an Menschen, denen ich folge, die ich gut finde, und hoffe da jetzt auf ein positives Feedback, auf eine Antwort, also auf so eine Bestätigung, so eine sinnlose Bestätigung in Form von irgendwelchen Likes oder Kommentaren. Und das macht was mit uns, wenn wir im Außen keine Bestätigung bekommen durch unseren Arbeitgeber, durch unseren Partner, weil wir es uns auch selbst nicht geben. Wir brauchen das alles nicht. Du brauchst nicht die Bestätigung vom Partner, vom Arbeitgeber, von Instagram, weil wir uns das alles selber geben können. Dann brauchst du keine Likes mehr bei Instagram. Oder musst durch Reels scrollen, weil die dir ein positives Gefühl geben. Kannst dir auch hier im Außen, im echten Leben positive Gefühle schenken. Aber dann müsste ich mich ja hinsetzen und mich mit mir selbst auseinandersetzen und reflektieren, was eigentlich los ist. Und dann kann ich von meinen Problemen und negativen Gedanken und Gefühlen halt nicht mehr die Augen verschließen. Und das tun die meisten einfach so gerne. Es ist so, so viel leichter, das Handy in die Hand zu nehmen und mich da berieseln zu lassen, als mich auf meinen Arsch zu setzen und mein Leben auf die Reihe zu kriegen. Ich weiß, das ist hart. Und ich war da auch, dass ich mich von meinem Handy habe ablenken lassen. Natürlich, es ist die einfachste Form, sich Glücksgefühle irgendwo zu holen. Deswegen Glücksfalle Handy. Weil es ist nicht nachhaltig. Es löst eure Probleme in der Realität nicht. Es löst die negativen Gefühle nicht auf, die negativen Gedanken nicht auf. Die Spirale bleibt bestehen und dann kann ich dieses Hamsterrad irgendwann nicht mehr verlassen von ich muss mich ablenken von meiner Realität und bin dann bei Instagram und meine Realität bleibt aber gleich scheiße. Das kann auch in Form sein, dass immer wenn das Handy klingelt, ihr sofort gucken müsst, ob es irgendeine schöne Nachricht von jemandem gibt, ob jemand an euch gedacht hat, ne? Auch diese Bestätigung, ich bin wichtig für andere, ob bei irgendjemand anderem was noch beschissener läuft oder es irgendwas Wichtiges gibt, man mit irgendjemandem lästern kann, wenn das so dein Ding ist, ne? Und dann greift man immer dazu und dann hat man das permanent dabei. Ich bin ja so ein Freund, ich lasse es gerne mal zu Hause. Meine Freunde hassen das wie die Pest, wenn ich mein Handy zu Hause lasse. Ich brauche das so. Ich finde das wichtig. So, ich will das nicht immer dabei haben. Und ich hoffe, während dieses Intros habt ihr jetzt für euch so ein bisschen, oh scheiße, das bin ich. Ja, das könnte ich sein. Das ist gar nicht schlimm. Das ist der wichtigste erste Schritt, zu sagen, ja, das mache ich. Ja, ich hole mir Bestätigung, Glücksgefühle durch Instagram, durch WhatsApp, mit Nachrichten, mit anderen. Ja, das ist so. Was ihr jetzt ganz konkret dagegen tun könnt, da blende ich euch jetzt den gerade erwähnten Teil aus meinem Online-Kurs Stark statt gestresst als Mama und Frau einmal ein. Das könnt ihr jetzt hier einmal ganz konkret sehen, was dort der Ausschnitt zu diesem Thema ist. Sollte euch der Online-Kurs weitergehend interessieren, findet ihr alle Informationen unten in der Infobox und schreibt gerne mal in die Kommentare, wie das bei euch so mit dem Thema Handy ist.
Seid ihr da viel dran? Nutzt ihr das, um euch abzulenken? Und was könntet ihr stattdessen im Alltag tun? Es gibt immer Alternativhandlungen zum Handy in die Hand nehmen. Macht euch eine Liste. Statt zum Handy zu greifen, nehme ich erstmal diese Liste und gucke, was könnte ich denn stattdessen Schönes tun, um mir Anerkennung zu schenken, um mich gut zu fühlen, um mir jetzt was Gutes zu tun. Das kann jeder von euch jetzt machen. Macht es auch gerne in den Kommentaren. Tauscht euch aus. Was sind Alternativen dazu, das Handy in die Hand zu nehmen und sich da irgendwie positiv bestärken zu lassen oder ablenken zu lassen? Weil es ist einfach wichtig, dass ihr euch euren Krempel anguckt, die negativen Gefühle, die negativen Gedanken, das, was in eurem Leben nicht so läuft, wie ihr das gern hättet. Angucken, reflektieren und dann dahingehend das Problem zu lösen, in die Umsetzung zu kommen, um glücklich zu werden, ohne dass man sich bei Instagram ablenken lassen muss oder von Instagram glücklich machen muss, lassen muss, vermeintlich. Ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß mit dem zweiten Teil des Videos, freue mich auf eure Kommentare und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss! In diesem Video möchte ich nochmal ganz explizit auf das Thema Handy eingehen, weil unser Handy auch so ein extremer Zeitfresser geworden ist, eine Größe in unserem Leben, die uns Unruhe schenkt, die uns ablenkt, die es uns schwer macht, achtsam im Hier und Jetzt zu sein, bei der Tätigkeit, die wir gerade tun. Da ist einfach ständig Bewegung, immer irgendetwas los, macht es schwer, loszulassen und zu entspannen. Und deswegen ist mir dieses Thema nochmal so, so wichtig. Weil wir kennen das alle, das Handy ist einfach immer in Reichweite. Und wir reagieren sofort, wenn es klingelt. Oder wenn wir einen kurzen Augenblick Pause haben und gerade nichts zu tun haben, dann füllen wir diese Pause, indem wir das Handy nehmen und auf Instagram durch unseren Feed scrollen. Anstatt diese wenigen kostbaren Augenblicke zu nutzen, um einfach mal zu sein, im Hier und Jetzt zu sein. Das Telefon klingelt, man schaut sofort nach. Und schon ist man von der Tätigkeit, die man eigentlich gerade hatte, von der eigentlichen Aufgabe abgelenkt. Und wenn die Nachricht besonders wertvoll ist, also wenn das ein Kommentar ist, wenn das ein Like ist, wenn das ein Foto von einer guten Freundin ist, wenn das eine positive Nachricht ist, dann besteht da wirklich eine sehr, sehr große Gefahr, dass ich erstmal auch bei dem Handy bleibe und dass es mir dann schwerfällt, zu meiner eigentlichen Aufgabe wieder zurückzukehren. Unser Gehirn liebt einfach alles, was neu ist. Also jede eintreffende neue Nachricht, jeder neue Kommentar, jeder neue Like ist für uns was Neues, was Aufregendes, was Spannendes und deswegen wollen wir das sofort konsumieren. So funktioniert diese Handysucht. Ist vergleichbar mit einer Süßigkeit, die wir sofort essen können und wo wir halt nicht noch warten können. Das ist einfach unser Gehirn, was da die Oberhand übernimmt. Und unser Gehirn mag natürlich auch Belohnungen sehr, 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 sehr gerne. Und zwar Belohnungen in Form von Likes, Kommentaren, lieben Nachrichten von Freunden, weil die ja an uns gedacht haben, weil wir ein liebenswerter Mensch sind. Und unser Hirn liebt diese Belohnungen. Und unser Handy, achtet da mal ganz bewusst drauf, schenkt uns sehr, sehr oft diese Belohnungen. Auch diese Bestätigung, jemand zu sein, jemand Wichtiges zu sein. Aber das stiehlt uns Zeit, das stiehlt uns Aufmerksamkeit. Diese Belohnungen, dieses Neuartige kann man sich auch auf ganz andere Art und Weise holen, was viel nährender für uns ist. Und deswegen habe ich jetzt mal hier ein paar Hilfestellungen, ein paar Tipps, wie ihr besser damit umgehen könnt. Und zwar Tipp Nummer 1 ist, den Klingelton auszuschalten. So reagiert man halt nicht sofort, wenn man das Handy hört, sondern den Klingelton auszuschalten und sich dann feste Zeiten zu setzen, immer zur vollen Stunde oder alle 30 Minuten gucke ich mal auf mein Handy, was es da Neues gibt. Aber ich reagiere nicht sofort auf diesen Klingelreiz. Man kann diesen Impuls aber auch genau umdrehen. Wenn das Handy dann klingelt, das ist Tipp Nummer 2, wenn das Handy dann klingelt, dann springe ich halt nicht sofort hin und schaue nach, sondern ich bin erstmal, ich atme erstmal, ich bin erstmal aufmerksam im Moment und dann gehe ich ans Telefon. Das heißt, das ist dann wie so eine Glocke der Achtsamkeit, der Klingelton deines Handys. Tipp Nummer 3, das Handy einfach öfter zu Hause lassen. Das mache ich persönlich super, super oft, wenn ich
meine Freunde besuchen fahre, wenn ich zum Einkaufen fahre, lasse ich das Handy ganz oft zu Hause. Oder lasse es dann zumindest im Auto und nehme es nicht mit raus, damit man es einfach dabei hat für Notfälle. Aber ich nehme es nicht mit in die Wohnung meiner Freunde. Ich nehme es nicht mit ins Haus meiner Familie, um da einfach mal Ruhe von meinem Handy zu haben. Und Tipp Nummer 4 ist der Flugmodus. Der ist bei mir ganz, ganz oft am Tag an, damit ich in der Zeit, wo der Flugmodus an ist, einfach ganz konzentriert hintereinander arbeiten kann, nicht ständig da drauf gucke, nicht ständig darauf reagiere. Abends ist mein Handy ab einer gewissen Uhrzeit immer im Flugmodus. Also da für dich einfach neue Routinen einzuführen, zu schauen, was für dich und dein Handykonsum, dein Handyverhalten passt und das einfach runterzuschrauben, einfach zu minimieren, die verschiedenen Übungen mal für sich auszuprobieren und zu schauen, was für dich persönlich passt, um das Handy nicht mehr als diesen Zeit- und Aufmerksamkeitsfresser und Achtsamkeitszerstörer in seinem Alltag zu haben.